Willkommen bei einem neuen Minecraft-Sieht-Test. Und wir sind ab heute in der 1.16. Bonus-Chest on. Genau. Und trotzdem, wir werden hier weiterhin einen Seed eingeben. Das ist heute mal die 1279201461 und die 1. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Und ich sage, create your world. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So, da sind wir. Ah, ich sehe schon mal Eis. Das ist gut. So, hier kommt unser Campfire hin. Und jetzt wollte ich einfach mal gucken. Quatsch. E. Es gibt ja jetzt dieses neue Campfire. Macht das eigentlich auch auf Stroh Rauch? Genau. Halt. Und den normalen Rauch? Der steigt nicht ganz so hoch. Cool. Sehr gut. Dann können wir das also auch nehmen. Dann pfeifen wir uns jetzt mal hier was ein. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Gegend an. Und da ich diesmal nicht zoomen kann, müssen wir uns mal ein bisschen bewegen. Und wir fangen mit dem Eis an. Jawohl. So, ich kann nicht allzu hoch fliegen. Eine Schlucht ist da. Das sieht mir wie ein Schiffswrack aus. Jawohl, es ist ein Schiffswrack. Aha, ich vermisse meine C-Taste, dass ich nicht zoomen kann. Und ich freue mich über den netten Herrn, der dieses Optifine macht. Wenn die 1.16 raus ist. Kürbisse. Aber ich bin hier runtergekommen wegen der Schlucht. Da ist sie. Jawohl. Eisen. Eisen, Eisen. Kohle. Eisen. Alles da, was das Entdeckerherz begehrt. Super. So. Lamas. Ja, Lamas. Oh, dass man jetzt immer so rangehen muss, wie so ein kurzsichtiger Opa, weil man nicht zoomen kann. So, und jetzt gucken wir mal. Kleine Ebene haben wir hier. Zack, rüber über die Wolken. Ich habe das Gefühl, der baut ein bisschen schneller auf. Kann das sein, oder ist das jetzt bloß Zufall? Ich muss das mal in den nächsten Seeds, also Seed-Tests, im Auge behalten. Achso, war bloß ein Baum. Gut. Wir sind mittlerweile in der Savanne angekommen. Wo wir natürlich nichts finden. Toll. Wie wäre es mit unserem Savannendorf? Hier ist noch eine kleine Ebene und schon geht's in die Wüste. Okay, Wüstendorf, Wüstentempel. Wie sieht's aus, Freunde? Da steht was hoch. Nischt, bloß ein Turm. Was denn jetzt hier? Nichts los. Immerhin, jetzt kommt ein Dschungel. Mit einem Dschungeltempel. Alles klar. Ein Dschungeltempel am Start. Da ist er, ohne Zoom. Bambus sehe ich. So, jetzt schwenken wir mal ein bisschen ein.
Unser Ausgangspunkt ist links von uns. So. Ebene, aber nichts von Bedeutung. Gut. Schiffswrack. Wenigstens die sind am Start. Noch eins. Also unter Wasser ist ein bisschen was zu holen. Sind das Ruinen? Oder ist es einfach nur... Nö, einfach nur. Aber das ist ein Schiffswrack. Aber mehr haben wir hier bis jetzt noch nicht anzubieten. So, hier schon wieder Savanne. Also einen Dschungel haben wir, Ebene haben wir, Savanne haben wir, Wüste haben wir. Ein Dorf habe ich noch nicht gesehen. Ha, wenn man vom Teufel spricht. Dorf ist am Start. Es ist ein Wüstendorf mitten im Wasser. Hallo Freunde. Sehr gut. Schön euch zu sehen. So. Ich würde gerne mal darüber zoomen. Geht natürlich nicht. Das heißt, wir schweben hier weiter ohne Optifine. Ah. Sowas sehe ich gerne. Habe ich immer Freude dran. Das macht Spaß. So, jetzt muss ich aber langsam mal wieder ein bisschen einschwenken. Dadurch kommen wir jetzt aufs Wasser raus. Hier drüben sind Spruce-Wälder. Die sehe ich immer gerne. Wie ihr wisst, ist das ja mittlerweile mein Lieblingsholz. Einfach weil das so. Da kriegt man so schnell so viel zusammen. So. Und jetzt sind wir auf dem Wasser. Da drüben ist noch ein Schiffswrack. Eine Unterwasserschlucht. Und ansonsten nicht viel. Ich höre auch nichts, was auf einen Unterwassertempel hin deuten würde. Aber immerhin, man hat jede Menge Kelp. Damit ist der Nachschub an Brennstoff auf ewig gesichert. Was ist denn das? Ah! Das sind die neuen Strukturen. Schaut euch das an. Ein Goldblock, bisschen Obsidian. Da kann man hier noch ein Tor draus bauen. Und natürlich Redstone. Überlegt mal, Redstone in der Oberwelt. Ja. Sehr gut. Redstone in der Oberwelt. Das können wir uns jetzt hier abgreifen. Also immer schön aufpassen, wo ihr hier was findet. So. Dann fliegen wir weiter. Wir zoomen mal kurz darüber, was natürlich nicht geht. Ich hänge hier wieder aus voller Gewohnheit mit meinem Finger auf der C-Taste. Und wir kommen wieder ins Eis zurück. Oh, guck doch mal hier, wieder eine Schlucht. So. Wer bist du denn?
Noch eins. Oho. Mit Kiste diesmal. Und wie sieht es von unten aus? Ach, guck mal, so tief geht das rein. So sieht dieses, diese Struktur, sage ich jetzt mal, von unten aus. Ja. So, und das Tor, guck mal hier, aufgehängt. Ist das genial. Das Tor ist aufgehängt worden. Über der Lava. Ein Goldblock, zwei Goldblöcke. Ein goldener Helm. Ein Firecharge. Ein Feuerzeug und ein bisschen Eisen. Na, da hat man schon wieder ausgesorgt. Super. Und da ist ein Dorf. Das ist diesmal nicht am Wasser, ist also ein zweites Dorf. Schwupp. Und jetzt wird es langsam dunkel. Ja, ich bin jetzt von dieser Map hier insofern begeistert, weil es die 1.16 ist und ich zum ersten Mal die 1.16er Strukturen gesehen habe. Wir werden gleich mal zurückkehren. Aha, ich sehe einen Wüstentempel. Ich sehe ein drittes Dorf und ich sehe da hinten ein Dorf. Ein viertes Dorf. Alles klar. Also Dörfer sind zumindest da. Gut. Und jetzt würde ich sagen, weil es schon dunkel genug ist, wir begeben uns mal wieder in Richtung Heimat. Vorbei am fünften Dorf. Nee, das ist bloß Lava. Das ist bloß Lava. Okay. So. Und jetzt, wo ich wieder was sehe, sehe ich hier drüben eine Pyramide. Nee. Und der Wasserruin. Sehr gut. Die sind also am Start. So, und jetzt gucken wir mal nach allem, was wir nicht gefunden haben. Erstmal kehren wir nach Hause zurück. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, holla die Waldfee. Guten Morgen, herzlich willkommen. Und der Wassertempel ist da. Das heißt, wir brauchen nach nichts gucken. Wir haben alles gefunden. Da sind noch ein paar Ruinen. Nehme ich mal an. Ja, mit Ersoffenen. Für jeden eine kleine Insel. Und so langsam müssten wir mal wieder an unserem Startpunkt ankommen, wa? So weit waren wir doch gar nicht weggeflogen. Ich sehe hier zwei Doppeltürme. Das heißt, wir sind hier an einem Dorf. Wow, wie weit waren wir denn geflogen? Ich sehe einen Wüstentempel. Der Kompass zeigt uns aber den richtigen Weg. Wehe, wenn nicht. So. Einmal über die Savanne drüber. Und schon wieder ins Meer. Kompass, wo zeigst du hin? Ah, da waren wir doch weiter weggeflogen, als ich dachte. Da ist noch ein Ersoffener. Kann er gerne machen. Da ist noch einer. Ja. Ihr bewacht doch bestimmt Unterwasserruinen, wa? Wenn ihr so viele hier seid. Na, sage ich doch. Alles klar. Könntest du mal bitte wieder starten? Danke. Und jetzt geht es. Möp. Schiffswrack.
Sag mal, Highspeed drinne? Ja. Wow, da sind wir doch weiter geflogen. Interessant. Aha. Hier kommt das Eis, da kommt die Ebene. Und ich sehe dort ein Feuerchen. Wir sind wieder zu. Ja, klar. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir sind wieder zu Hause. So. Und hier gibt es nichts mehr abzugreifen. Okay. Was wir aber von hier aus machen können, ist jetzt sagen können, Weather clear. Und was wichtiger ist, locate Pillager Outpost. Den haben wir nämlich nicht gesehen. Der ist 2000 entfernt. Dann fehlt uns noch das Waldanwesen. Wie heißt denn das? Menschen, wa? Menschen. 9000 Blöcke entfernt. Ah, da habt ihr ganz schön was zu suchen. Aber wir gehen jetzt mal in den Spectator-Mode und gucken mal, wie das Ganze von unten aussieht. Ja, guten Morgen. Da ist die Mine. Ah, jetzt kann ich natürlich nicht hinzoomen. Aber wie ihr sehen könnt, eine Mine ist da. Und hier ist noch eine. Guck mal. Schon wieder so ein Ding. Moin. Also alles da, was man braucht. Das ist unsere erste 1.16er Map. Und ich muss sagen, die sieht gut aus. Das Menschen ist ziemlich weit weg, aber macht nichts. Wir haben Dörfer in der Nähe, wir haben ein Unterwassermonument in der Nähe, wir haben Ruinen in der Nähe. Hier lässt sich leben und abwechslungsreich ist die Gegend auch. Mit Dschungeltempel. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wenn euch Zahlen einfallen, immer her damit. See you later.